Der alte und der neue Mensch. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir lesen heute, sie sagten zu Jesus, die Jünger des Johannes fasten und beten viel. Ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger aber essen und trinken. Oh, wer kennt das nicht? Dass sich Stolze vergleichen mit anderen Menschen und dann dieser Gedanke, oh, ich bin besser wie dieser oder jene. Denn ich faste, ich bete viel, ja, ich gehe in die Kirche. Und der Nachbar, der tut das nicht. Doch Jesus schaut nicht auf das Äußerliche. Jesus schaut auf unser Herz. In welcher Haltung beten und fasten wir? In der demütigen Haltung eines Kindes Gottes, das alles von Jesus erwartet, doch alles von ihm geschenkt bekommt? Oder beten und fasten wir in der selbstgerechten, hochmütigen und stolzen Haltung eines Pharisäers, der sich von anderen Menschen absondert und dünkt, ja, er sei besser und heiliger als die anderen, der verächtlich auf die anderen herabschaut, weil er mit eigener Kraft äußerlich ein paar Gesetzeswerke einhält. Doch der Stolz zerstört den Wert aller unserer guten Werke. Ja, man kann ihn vergleichen mit einem Loch im Geldbeutel. Wenn wir dann einmal an der Himmelspforte ankommen und anklopfen und dann voller Stolz den Geldbeutel unsere Verdienste öffnen, dann finden wir ihn leer vor. Und vom Wort Gottes hören wir, ja, du hast deinen Lohn bereits erhalten, das Lob der Menschen. Der heilige Paulus sagt uns deswegen, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Ja, Jesus will uns zu neuen Menschen machen. Er schenkt uns das neue, wunderschöne Kleid der Kinder Gottes in der heiligen Taufe. Er wäscht uns rein von allen Makeln in der heiligen Beichte. Und er vereint uns mit seiner göttlichen Liebe, wenn wir den neuen kostbaren Wein in der heiligen Eucharistie empfangen, die heilige Kommunion. So dürfen wir in der demütigen Liebe mit Jesus eins werden, ja, mit unserem himmlischen Bräutigam. Jesus, bitte vergib uns unseren Stolz und schenke uns eine tiefe Demut des Herzens. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der Kraft des Glaubens, der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, dein Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche, entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festigungen, die euch, eure Familien, eure Wohnung und Arbeitsstellen getroffen haben, und setz euch frei davon. Dem Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Und berge euch in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Und so segne, heile, stärke und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.